Yo Leute und willkommen bei einem neuen Video. Wir haben gerade 4 Uhr morgens und kamen auf die geniale Idee, beim Schneiden einfach ein bisschen Essen zu bestellen. Eher gesagt 31 Pizzabrötchen, dazu nochmal ein Schnitzel Champignon, Reis und 5 Chicken Nuggets. Und das, was mich am meisten aufregt, ist, dass er 5 Chicken Wings vergessen hat, auf die ich mich so gefreut habe. Ist wie immer auf der Couch eingepennt. Und das Allergeilste ist, dass ich in 3 Stunden aufstehen muss und nach Paris fahren muss. Ach ja, nicht mal die Diätkunde. Auf jeden Fall dachte ich, euch zeige ich mal, was ich so mal an meinem freien Tag mache, wo ich wirklich frei habe und sage, heute ist Cheat Day, obwohl bei mir ist Everyday Cheat Day. Aber ich will heute auf jeden Fall einfach nur wirklich mal meinen freien Tag genießen, ins Disneyland fahren. Das ist meine Mission. Und ein bisschen filmen, was du den ganzen Tag isst. Den ganzen Tag ein bisschen filmen, was ich so esse. Das klingt doch nach einem Plan. Also Freunde, ich esse jetzt auf und dann gehe ich erstmal schlafen. Guten Morgen, Leute. Das ist die Wahrheit, so sehe ich aus morgens. Wir haben 7.09 Uhr und wir fahren in 5 Minuten los. Ich muss mich schnell umziehen. Ich bereite mir manchmal, wenn ich schnell gehen muss und abends, die Klamotten vor, die ich am nächsten Tag anziehe. Ich würde mal sagen, ganz schnell anziehen und los geht's. So, Freunde. Let's go to Disneyland. Woo. Es ist 7 Uhr morgens und wir fahren jetzt alle gemeinsam nach Disneyland. Ein bisschen mehr Motivation. Auf jeden Fall habe ich gefühlt 2 Stunden geschlafen. Was heißt gefühlt? Ich habe genau 2 Stunden geschlafen. Jetzt gibt es erstmal einen Kaffee hier und das Frühstück. Die liebe Maxim hat hier schon so ein, wie nennt sich das? Muffin. Einen Muffin vorbereitet. Auf jeden Fall hier noch was drauf. Dann pack mal drauf. Boah, geil. Ja, nice. Auf jeden Fall haben wir jetzt mindestens 4 Stunden Autofahrt vor uns. Ich hoffe, wir kommen schnell durch. Ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich in Paris. So, Freunde, angekommen auf jeden Fall im Disneyland oder eher gesagt auf dem Parkplatz. Und Freunde, wir haben einfach 13.30 Uhr. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? 13.30 Uhr minus 7 Uhr. Ja, gut, 5,5 Stunden mal eben schnell nach Frankreich gebracht. Nee, 6,5 Stunden. Stimmt, 6,5 Stunden. Auf jeden Fall haben wir 6,5 Stunden gebraucht, nach hier zu fahren. Und die müssen wir auch heute noch zurückfahren. Ich würde mal sagen, wir steppen jetzt einfach mal rein und gucken, wie dieses Disneyland so auf mich wirkt. Denn ich wollte schon immer nach hier. Das war mein größter Traum, seitdem ich klein bin. Und jetzt geht er in Erfüllung. Hey, also Disneyland, mal schauen, wie du so bist. So, Freunde, wir sind auf jeden Fall angekommen. Jetzt endlich wirklich im Disneyland selbst. Und heute habe ich 2 Missionen. Mission Nummer 1. Ich will so viel wie möglich hier essen. Ich will alles probieren. Ich will dieses typical Disney Food essen. Und Mission Nummer 2. Ich habe so einen kleinen Traum. Und zwar ist mein Traum schon immer gewesen, Goofy zu treffen. Ich fand Goofy als Kind immer ultra lustig. Und ich glaube, wenn ich heute schaffe, Goofy zu treffen, dann wird das der beste Tag ever. Freunde, habt ihr schon mal einen sprechenden Mülleimer gesehen? Also hier im Disneyland laufen die Mülleimer von alleine rum und bewegen sich ganz weird irgendwie. Aber ich verstehe auch nicht Sinn und Zweck dieses Mülleimers. Oh, shit. Ich verstehe halt kein Wort. Ich weiß nicht mal, ob das Französisch ist oder so. Aber ja. Das ist Alles gut. Ah, er spricht sogar Deutsch. Ja, ich spreche Deutsch. Wow, er spricht Deutsch, habt ihr das gehört? Ja, ich spreche Deutsch. Hallo. Sag mal Rob Crispy Rob. Rob. Hey, Ding. Nee. Sag mal, remember my name. Your name is? Ja, genau, so nicht anders. Perfekt, Freunde. Weiter geht's. Oh, shit. Ja, er hat's gesagt. Bye, tschüss. Ciao. Bester Vlog ever. Sie beobachten einen Haufen voller Menschen, die sich gleich alle in die Hose scheißen werden. Keiner kann mit meinem Zoom rechnen. Ich sehe alles, Samener. Es geht los, Freunde. Hallo. Wow. Wow. Meine Kamera. Hey, war's das schon? Oh, 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 oh
kurz. Hakuna Matata. Diesen Spruch sage ich gern. Freunde, ich glaube, das ist der Spot, an dem ich bestimmt was Nices zu Fugen kriege. Ich erinnere mich, dass Timon und Pumba ganz schön nice Insekten-Snacks hatten. Vielleicht gibt es hier auch was Geiles zu snacken. Also mal schauen. So, Freunde, ich habe mir jetzt dieses Hakuna Matata-Menü bestellt. Das besteht aus Reis mit einem Brot, was gefüllt ist mit Gemüse und Chicken. Und dazu kommt dann nochmal so ein Kokosnuss-Ananas-Creme-Brûlée-artigen Kuchen. Let's try this. Okay, Reis wird wahrscheinlich nach Reis schmecken. Was für ein Wunder. Und hier ist halt diese Gemüse-Chicken-Pfanne. Chicken ist immer geil, Freunde. Ich finde es auch voll süß verpackt, wie die hier das mit dem Brot gemacht haben und dem Deckel auf dem Brot. Hab jetzt mal probiert. Jetzt noch was vom Kuchen. Ja, schmeckt auf jeden Fall nach Kokosnuss. Ich esse jetzt auf und dann gebe ich meine Bewertung ab. Also Freunde, ich habe zwar fleißig aufgegessen, wobei ich sagen muss, Hakuna Matata Food 5 von 10 Sternen so. Also ist geil, aber wirklich nichts Besonderes. Das kriege ich selber sogar besser hin. Aber naja, weiter geht's. So, Freunde, wir sind auf jeden Fall hier in diesem Star Wars Paradies angekommen und dazu gibt es gleich das richtige Menü wieder. Und zwar einmal der legendäre Jedi Burger, hier auch schön mit dem Jedi Schriftzug oben drauf. Als Nachtisch gibt es den Yoda Cupcake und dann noch hier diesen Mickey Kuchen. Der sieht nämlich eigentlich ganz cool aus. Gleichzeitig habe ich mir das erste Souvenir gekauft. Jetzt habe ich diesen legendären Mickey und Minnie Strohhalm, den ich jetzt in meine Coke reinpacke. Rob Crispy Rob Profi Koch gibt jetzt mal wieder seine professionelle Bewertung ab. Schmeckt jetzt auf jeden Fall schon besser als mein Hakuna Matata Menü. Schmeckt sogar echt ganz gut, überraschend gut, muss ich sagen. Schön knusprig, das Fleisch ist gut durchgebraten. Ich bin halt immer so ein Fan, wenn viel Soße drauf ist und das ist auch der Fall. Und dann auch noch Bacon auf dem Burger und Rucola. Das ist ganz nice. So, okay, ganz normale Pommes, Freunde. Bisschen trocken, aber geht auch. Yoda Cupcake, aber der sieht echt mega aus. Ich liebe es halt, wenn etwas wirklich intensiv nach Schokolade schmeckt. Und das schmeckt halt wirklich nach purer Chocolate. Ohne Ende Zucker, aber ist geil. Und zu guter Letzt, Mickey Maus Kuchen. Voilà. Dadurch, dass der verpackt ist, ist der halt auch nicht wirklich frisch und schmeckt halt wie ein stinknormaler Kuchen. Okay, so Freunde, eine weitere Mahlzeit geht vorbei. Burger und Fries sind weg, also der Burger kriegt von mir ungelogen so 8 von 10. Der Yoda Cupcake 7 von 10 und der Mickey Maus Kuchen, der war voll für den Arsch, viel zu trocken. Der kriegt von mir irgendwie 4 von 10. So viel zu meiner professionellen Meinung. Und ich würde mal sagen, weiter geht's. Ich weiß ja nicht, was der Boy geraucht hat, aber er sieht echt damn glücklich aus. Dieser Moment, wenn man mit Kelly und Mirella samstagsabends feiern geht und sagt, man übernimmt den Club. Franco, 5 Euro, wenn du einen Schluck Wasser trinkst davon. Oh shit, das ist trotzdem keine 5 Euro. Gönn dir, Bruder. Cheers. Na, Zorowie. Da ist gerade eine Schraube runtergefallen, aber das ist egal. Das einzige Problem, was ist, ich muss die Kamera echt gut festhalten. Franco, wenn ich die nicht gut festhalte, dann ist die Kamera weg. Also ich muss sie um mein Leben halten. Und davor habe ich gerade ein bisschen Angst. Oh mein Gott, was für eine schöne Aussicht, Freunde. Schaut euch das an. Wunderschön! Man kann auch vloggen, wenn man auf der Achterbahn ist. Das ist eigentlich ganz einfach. Das Einzige, was man machen muss, ist sich zu konzentrieren. Das soll cool bleiben. Ihr müsst auch wissen, ich habe über den ganzen Tag schon echt verdammt viele Dinge gegessen. Und wenn man ganz... Wenn man ganz viele Dinge isst, dann kann einem auch schlecht werden. Das wollte ich nur sagen. Ich habe es geschafft. Ich muss die Kamera wieder verstecken. So, Freunde, ich bin bei Kathy's Corner angekommen. Und hier gibt es die famous Hot Dogs. Und die will ich unbedingt mal probieren. Thank you. So, Freunde, probieren wir mal diesen berühmten Hotdog. Mal schauen, ob er das verspricht, was er hier so groß anwirbt. Also aussehen tut die Verpackung mega geil. Also ich habe noch nie so eine schöne Hotdog-Verpackung gesehen. So, also Hotdogs können ganz schnell ekelhaft aussehen. Aber ich muss sogar sagen, der sieht auch so einfach wirklich gut aus. Dieser Moment, wenn man kurz vom Ende merkt, dass noch Mayo dabei ist. Wie konnte ich das vergessen? Nice. Definitiv eine 10 von 10. Wirklich. Wow. Freunde, es ist schon mittlerweile 20 nach 9 und ich habe Goofy immer noch nicht gefunden. Ey, das ist meine einzige Mission, Goofy heute in Real zu treffen. Freunde, ich habe Donald Duck gefunden, aber Goofy bleibt immer noch so weit entfernt. So, Freunde, Nachtisch geht immer und ich habe hier einmal den lieben Jack von Nightmare Before Christmas und die liebe Minnie Maus als Schoko-Krokant-Apfel. Und die snacke ich jetzt und dann bewerte ich die jetzt nochmal. So langsam komme ich an meine Grenzen. Der Jack-Apfel war geiler, Minnie Maus-Apfel, das war too much Zucker. Also der Minnie Maus bekommt von mir 6
6 von 10 und der Jack-Apfel, der ist perfekt, weil ich liebe weiße Schokolade, der kriegt auf jeden Fall von mir 9 von 10. Ist nicht top, aber war wirklich, wirklich, wirklich gut, ey. Sowas nenne ich mal einen geilen, entspannten, freien Tag. Bro. Alles gut? Ist okay, wa? Ich wollte halt Goofy treffen, das war meine einzige Mission heute und bin ich der einzige Mensch, der wahrscheinlich zum Disneyland fährt und nicht mal Goofy trifft. Und Goofy lacht doch wie ich. Ja, nächstes Mal gehst du zum Treffen. Jetzt müssen wir nach Hause gehen. Nächstes Mal.